Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier für den Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Heute ist Konzentration meinerseits, ja, gefragt, denn heute werde ich es versuchen. Ich werde probieren, über die 4000 Pokale-Grenze zu kommen, was richtig krass ist. Ich habe noch nie so viele Pokale gehabt. Momentan stehe ich ja bei 3979 Pokale, wie ihr es sehen könnt. Und somit bin ich beim Champion-Turnier auf Platz 4 und ja, ich hoffe, wir bekommen heute in diesem Video über 4000 Pokale. Schreibt mir doch bitte mal eure Pokalanzahl in die Kommentare. Aber bitte Leute, seid ehrlich. Die Pokale werden ja nach der Ende der Saison, also immer Ende das, nach dem Ende des Turnieres, so dass ich es auch aussprechen kann, auf 3600 Pokale zurückgesetzt. Also ja, seid bitte ehrlich und schreibt mir das bitte in die Kommentare. Wäre sehr, sehr interessant zu wissen. Und ja, 4000 Pokale. Das heißt, ich muss noch hier einen Kampf gewinnen. Und natürlich will ich hier sicher einen Kampf gewinnen. Deswegen werden wir in einen Teamkampf starten. Und wir werden auch schauen, wenn das Spiel zum Beispiel schon im Gange ist, ja, wie die Teams so sind. Denn wenn man in ein schlechtes Team gerankt wird, macht es eigentlich keinen Sinn, da dem Kampf noch beizutreten, wenn man zum Beispiel schon 10 oder 5 Kills hinten ist mit seinem Team. Deswegen müssen wir da genau schauen, wo wir hier reinkommen. Aber ich würde sagen, wir starten gleich mal. Wir werden mal in die Atomstadt schauen. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. War ja eine meiner Lieblingsmaps. Mal, die habe ich sehr, sehr oft gespielt, die habe ich fast in jedem Video gespielt. Aber heute werden wir wieder Atomstadt spielen, weil wir uns das schon so gut auskennen. Wirkt das hoffentlich und wir haben hoffentlich Glück. So, wo werden wir reingerankt? Ja, zum Beispiel, das macht meiner Meinung nach keinen Sinn mehr. Da gehen wir gleich mal raus. Denn wenn man jetzt rausgeht, verliert man keine Pokale. Da verliert man überhaupt keine Pokale. Also, wenn ihr eure Pokale pushen wollt, solltet ihr zuvor immer schauen, ja, was schon da gespielt wird. Wenn da schlechte Teams sind, macht es keinen Sinn, da rein zu joinen. So, auch wie hier, die Gegner viel zu OP. Ihr seht schon, keine, ja, 0 zu 5. Das ist einfach nicht sicher. Ich möchte wirklich die 4000 hier überschreiten. Und viele können jetzt sagen, Danny, du Noob, Danny, du cheatest. Nö, ich cheate nicht. Ich möchte hier nur in ein gutes Team und nicht in so eines, wo einfach ein kompletter OP-Spiel ist. So, das ist zum Beispiel ausgeglichen. Das Match ist gerade erst losgegangen, denn wir haben hier noch 3 Minuten 10. Und es kann sich hier noch alles drehen. So, 4 zu 1. Yes, so, dann haben wir gleich mal hier den ersten Kill. Den zweiten Kill. Es läuft. Es läuft, Leute. Ich bin ja etwas besser geworden. Ich will mich jetzt nicht selber loben, aber durch die vielen Streams, schon wie im letzten Video erwähnt, habe ich hier etwas Skill gesammelt. Und ich habe mir auch den Donner im letzten Video gekauft. Und der ist mega OP, Leute. Der Donner ist wirklich eine sehr, sehr gute Waffe. Ist ja so eine Laserwaffe. Habt ihr mir gesagt, Leute, Danny spielt mit einer Laserwaffe. Da... So, den da oben will ich aber jetzt killen. Wenn der schon so blöd herumspringt, ja, den haben wir. Und in Verbindung mit dem Ultimatum und dem Donner, Alter, das ist wirklich mega, mega, mega krass. Habt ihr irgend so eine Waffenkombination, die ihr sehr gerne spielt und mit der ihr sehr gerne umgehen könnt? Wie gesagt, ich probiere ja auch jetzt mehr zum Wechseln die Waffen. Also immer so hin und her wechseln, denn dann lädt die Waffe ja auch nach. Besser, also dann muss man hier nicht warten, zum Beispiel beim Ultimatum. So, den haben wir auch noch mal eine Kill-Unterstützung hier gegeben. 14 zu 5. Läuft. Ich glaube, wir haben hier die 4000 Pokale, Leute. Ich glaube, wir haben hier die 4000 Pokale. Und falls dieses Video gefällt, nicht vergessen, den Daumen nach oben zu geben. Wäre cool. Und ja, schade, dass man eigentlich keine Belohnung bekommt bei 4000. Bei 5000 bekommt man ja eine Belohnung, wenn man das Champion-Turnier abschließt. Das wäre natürlich der nächste Meilenstein. Aber 5000 Pokale... Da muss man richtig, richtig stark sein, um 5000 Pokale zu sammeln. Weiß nicht, habt ihr das schon mal geschafft? Ich meine, ihr habt es mir ja schon alles reingeschrieben. So, ich glaube, mein Tierchen hat den Mecha-Kill geschafft hier. Wow. Okay, die Atombombe war ja sehr blöd positioniert. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ah, das war nicht mein Kill. Schade. Das finde ich nicht toll. Aber ja, drüben sind Gegner. Ich komme nicht mal zu den Gegnern. Mein Team ist wirklich... Not bad, muss ich sagen. Ja, das ist mein Spieler hier. Und er hat auch jemand das Spiel verlassen. Ah. Okay. Es sind noch zwei Gegner da. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt uns noch das Genick brechen werden. Somit sieht's gut aus. Wie bin ich hier? Oh, ich habe 6 Kills. Läuft doch. Okay, da ist er. Yes, Kill, aber ich habe
Er hat auch mich gekillt. Der liebe Epic King spielt auch mit dem Donner. Ist wirklich eine mega gute Waffe. Also ich kann sie nur empfehlen, Leute. Dankeschön für alle, die sie mir empfohlen haben. Denn im Stream haben die wirklich mega viele empfohlen, dass ich mir die holen soll. Und ja, da habe ich sie. Und es läuft. Es läuft. So, lieber Epic, ich will dich noch einmal killen, bitte. Jetzt ohne... Oh, es war nur eine Kill-Unterstützung. Schade. Aber na gut, Leute. Es sieht so aus, als wären wir jetzt im 4000-Pokale-Club. Yes, wir haben es geschafft. Alle mal Hashtag 4000-Pokale-Club rein in die Kommentare. Und somit sind wir auch auf Rang 3 im Champion-Turnier aufgestiegen. Bringt mir eigentlich belohnungsmäßig nicht viel. Aber wir sind auf Platz 3 und Treppchen ist immer gut, Leute. Ja, ich kann euch das auch noch hier zeigen dann im Turnier. So, wir können hier anscheinend eine Truhe öffnen. So, was gibt's hier? 8 Münzen, Kriegsmeister, Elektrosphäre, schwarze Mamba. Okay, alles klar. Hier können wir auch noch eine Truhe öffnen. Finde ich gut. Pixel Gun über, gibt momentan sehr, sehr viele Dings her. Preise und so. Das Halloween-Event ist mega cool, aber das wisst ihr schon, da habe ich schon ein Video darüber gemacht. Können wir hier was einlösen? Ja, wir können hier 25 Kronen anfordern. 20 fehlen noch auf das Level Up. Mal schauen, vielleicht können wir uns das irgendwie holen. Und ja, genau. Ich wollte jetzt im Champion-Turnier. Yes, wir haben endlich über 4000. Das habe ich noch nie gehabt. Ich habe das wirklich noch nie geschafft. Wir werden gleich noch ein Spiel starten und die Pokale noch mehr pushen. Ja, hier seht ihr schon, Trophäen notwendig. 5000 braucht man, um hier ein Champion also bekommen, 15 Juwelen und 50 Gold. Ja, da hätte man schon mehr geben können, dass es wirklich ein größerer Ansporn ist. Ja, Handwerker habe ich sowieso 6083 Herzen. Vielen, vielen Dank für alle, die mir hier schon ein Herz bzw. einen Daumen nach oben gegeben haben. Daumen nach oben, bitte. Wäre cool, wenn ihr mir unterstützen würdet, wenn ihr dieses Video liken würdet. So, wir spielen gleich nochmal. Aber jetzt mal den Teamschlag, Leute. Hier kann man ja nicht. Das ist was, wo man nicht spekulieren kann. Das ist auch nicht so sicher, ob man da gewinnt, denn man drückt auf Kämpfen. Dann wird man einem Team zugelost. Ich meine, man kann zwar schauen, mit wem man zusammengelost wird, aber das ist auch kein Garant dafür, dass man dann gewinnt. Ich finde, Teamkampf ist wirklich am besten, wenn es um Pokale pushen geht. Habt ihr andere Tipps, wie man richtig Pokale pusht, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare. Wäre sehr interessant. Wie gesagt, Teamkampf ist am sichersten, denn man hat eine 50-50 Chance, ob man gewinnt oder nicht. Und wenn man das mit dem Trick vorhin macht, was ich vorher gesagt habe, dass man einfach schaut, in was wird man gerankt? Sind die Mitspieler gut? Was? Hä? Wie schnell ging denn das jetzt? What the? Hä? Da habe ich ja gar nicht schauen können, so schnell waren da alle weg und wir haben die Runde verloren gehabt. So, jetzt haben wir eine Kill-Unterstützung. Das war einfach nur ein schlechtes Match. Ups. 2 gegen 2, kommt schon. Nein! 2 gegen 1. Okay, der spielt mit der Zirkuskanone, das kann nicht gut gehen. Das kann wirklich nicht gut gehen. Was? Und so weit weg, der muss naja ran. Das Ding schießt ja ewig. Ja, Runde verloren, das heißt gar so. Wir müssen hier retten, was zu retten ist. Denn so bekommen wir überhaupt gar nichts. Ich glaube, da verliert man, weiß nicht, ob ich dann noch zurück... dass ich wieder unter den 4000 bin. Ich will im 4000er Club bleiben. Nein! Yes, den haben wir. So. Einer ist noch da vom Gegner. Aber man kann das aufholen, Leute. Das ist jetzt kein verlorenes Match. Nur weil wir hier jetzt so weit hinten sind. Yes! Runde gewonnen. Es läuft. Es läuft. 2 zu 1. 2 zu 1. Ich will das natürlich gewinnen hier. Ich will das gewinnen. So, ich bin im 4000er Club. Ich muss da alles geben. So, meine Teamkameraden geben hier schon mal einen Daumen nach oben. Yes, ich hab den getroffen. Ich hab den getroffen. Nein. Nein, nein, nein. Nein, ei, ei, ei. Aber er ist vergiftet. Komm, komm, komm. Oh, schade. Runde verloren. Jetzt müssen wir aber Gas geben. Jetzt müssen wir wirklich Gas geben. Oh, ich hab schon wieder... Ich muss meine Haare schneiden. Ihr merkt schon, wie ich da rumgreife immer. So. Was? Der ist nicht draufgegangen? Okay. Komm. Yes! So, den schaffen wir auch noch. Wo ist er? Ah. Komm. Komm. Hey, geht doch.
geht doch. Wie lange der gebraucht hat, den habe ich ein paar Mal getroffen mit dem Donner, mit dem Ultimatum und er wollte einfach nicht verlieren. So, es bleibt aber auf alle Fälle spannend. Es bleibt auf alle Fälle spannend, Leute. So, Kopfschuss. Immer schön pushen, immer schön den Gegner unter Druck setzen. Weil er hat... Niederlage, schade. Wir haben alles gegeben. Wir fallen nicht unter die 4000. Wir bleiben im 4000er Club. Wir bleiben darin. Und können wir jetzt wirklich eine Truhe öffnen oder nicht? Wäre schon cool. Wäre schon cool. Nö, wir können keine. Pixelgun verarscht mich da die ganze Zeit, dass ich da immer eine Truhe öffnen kann. Aber es ist keine Truhe da zum Öffnen. Aber na gut, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind im 4000 Pokale Club. Auf alle Fälle, vielen Dank bei dir fürs Zusehen. Vielen Dank für die Unterstützung. Ohne euch und eure Tipps hätte ich sowieso nie so weit geschafft. Dann wäre ich nie so gut geworden hier im Pixelgarn. Ich gebe mein Bestes, sagen wir so. Ich spiele sie mehr, um euch zu unterhalten, um euch viele coole Sachen zu zeigen, um einfach Spaß zu haben am Spiel. Das ist ja das, was man bei einem Spiel will. Ein Spiel zu Spaß machen und sonst nichts. Ich meine, man kann schon übertreiben, man kann Pro-Gaming machen, man kann E-Sports machen, aber für mich momentan einfach soll Spaß machen, mit euch zusammen zu spielen. Besonders die ganzen Streams machen mir extremst viel Spaß, Leute. Deswegen schaltet das nächste Mal auf alle Fälle wieder ein. Deswegen unbedingt die Glocke aktivieren, Hashtag DannySCrew in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Abo da lassen, falls du noch kein Abonnent bist. Daumen nach oben tut auch keinen weh. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und haut rein. Ciao.